In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du dich für die Yoga-Klassen in Baden entweder online oder Präsenz anmelden kannst. Surfe auf meine Webseite www.kiaradina.com und klicke den Link Online-Anmeldung Yoga-Klassen. Du kommst zum Anmeldetool und legst als neuer Benutzer ein neues Benutzerkonto an. Dazu brauche ich deine E-Mail-Adresse. Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein. Wähle ein Passwort und schreibe es dir vielleicht irgendwo auf oder speichere es in deinem Computer. Ich kann dieses Passwort, das du wählst, in der Online-Anmeldemaske im Backend nicht einsehen. Dann bitte ich dich, deinen Namen einzugeben. Wie du siehst, wähle ich hier mit meiner E-Mail-Adresse deine Yoga-Lehrerin aus und du legst dein Konto an. Du kannst es entweder speichern oder nicht speichern. Ich entscheide mich für jetzt, es nicht zu speichern und bekommst eine Bestätigung am Bildschirm, dass du angemeldet bist. Wähle die richtige Woche und deine Klasse, für die du dich anmelden willst, aus, indem du darauf klickst. Du gehst auf Neue Teilnahme und gibst hier wieder deinen vollständigen Namen, in diesem Fall wieder deine Yogalehrerin, deine Mobiltelefonnummer, damit ich dich im Notfall kontaktieren kann. Ich wähle hier eine beliebige Zahlenfolge und deine gültige E-Mail-Adresse an. Du kannst deine Anmeldungen für diese Klasse auch in den kommenden Wochen wiederholen, für einen Termin oder für alle oder auch alles abwählen. Nachdem du fertig bist, klicke Teilnahme erstellen und du bekommst die Bestätigung, dass deine Teilnahme erfolgreich erstellt ist. Um nochmal nachzuprüfen, dass alles passt, klicke nochmal auf die Klasse und du siehst, wann du dich angemeldet hast, auch zu welcher Uhrzeit, und gehst aus dem Fenster wieder raus. Danach kannst du dich oben rechts auf der Webseite abmelden und bekommst die Bestätigung, dass du abgemeldet bist. Dein Konto ist noch immer vorhanden. Solltest du eine schon gebuchte Teilnahme wieder löschen müssen, steige ganz normal über die Links wieder ein mit deinem erstellten Konto, E-Mail und Passwort. Hier kannst du anwählen, ob du angemeldet bleiben willst, und in diesem Fall entscheide ich mich, das Passwort zu speichern. Du bekommst wieder die Bestätigung, dass du erfolgreich angemeldet bist und gehst auf die Klasse, für die du dich zuvor in der richtigen Woche angemeldet hast. Du siehst deine Anmeldung, indem du die Klasse klickst, und kannst über das kleine Symbol rechts deine Teilnahme bearbeiten. Ich lösche sie hier durch den Klick auf den Müllkorb. Du bekommst die Bestätigung am Bildschirm und kannst nochmal überprüfen, ob sie gelöscht ist, indem du nochmal auf die Klasse klickst und dann das Fenster schließt. Abschließend meldest du dich wie zuvor ab, indem du rechts oben abmelden klickst, dein Konto ist noch vorhanden und du bist aus dem Programm ausgestiegen. Durch in Kontakt kommen, begreifen. Ich freue mich auf dich.